Typische Industriedächer sind so gestaltet, dass die Sonne wunderbar hier durchleuchten kann. So, das heißt also hier auf der Oberseite, auf der anderen Seite, hier ist dicht, ne? Da ist Dachpappe oder sonst was drauf. Und damit es in so einer großen Halle, Werkhalle, nicht zu dunkel wird, strahlt das Licht da durch. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir werden uns mal dieser Sache annehmen und mal, ohne dass wir hier runterklettern können, versuchen, hier irgendwelche Berechnungen anzustellen, wie hoch diese Dinger erhöht sind und so weiter und so fort. Ich nehme das jetzt aber mal zurück. Ich mache noch mal kurz Pause. Wir nehmen uns mal Folgendes an. Wir können hier oben ein großes Brett drauflegen. Wir haben ein Brett draufgelegt. Das Brett nehme ich auch mal wieder weg. Und wir messen folgende Abstände. Und zwar von diesem dunkelblauen Abstand. Und dann messen wir meinetwegen, das sind 5 Meter. Dann sind hier nochmal 5 Meter, weil das ja gleichmäßig gebaut ist. Und wir messen den hellblauen Abstand, also zu den Spitzen. Dann habe ich hier 5 Meter. Dann habe ich hier auch 5 Meter. Das ist ja bis dahin noch logisch. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich komme ja nicht ran. Oder komme ich doch? Ja, wenn ich hier wirklich oben ein Brett hingelegt hätte, kann ich hier drauf lang wandern und hier eine Markierung machen. Ne? Also hier so ein Laufbrett und dann kann ich sagen, okay, und das kann ich auch messen und das sind 2 Meter. Und jetzt ist die große Frage, wie hoch ist denn die Überhöhung? Ja, jetzt könnte ich sagen, die Überhöhung, die kann ich doch auch messen. Ne? Geht auch. Aber ich möchte sie mal nicht messen vom Brett aus, sondern wir wollen mal sehen, ob wir die irgendwie errechnen können. Und das ist unsere Aufgabe. Jetzt kam die Idee aus der Zuhörerschaft, wir haben es hier mit rechtwinkligen Dreiecken zu tun. Sicher ist hier oben ein rechter Winkel. Ei, 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 ei. Aber wo haben wir eins? Das Problem ist, wir können hier nicht sagen, das sei ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, das müssen wir alles zurücknehmen. Aber wir können ein anderes Dreieck nehmen, das kam eben auch. Und zwar hier liegt das. Denn die Höhe steht senkrecht. Hier haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Logo? Einverstanden? Das freut mich. Also haben wir hier einen rechten Winkel drin. Und hier haben wir ein Arbeitsdreieck. Und dieses Arbeitsdreieck, das ziehe ich jetzt mal raus, damit es nicht so unübersichtlich ist. Das muss dann nicht unbedingt ganz genauso aussehen. Ist aber sinnvoll, wenn es so ähnlich ist. Was können wir hier für Größen ranschreiben? Eigentlich ganz einfach. Hier unten haben wir 2 Meter. Haben wir die Höhe? Die haben wir nicht, die suchen wir. Oder haben wir die Höhe? Was können wir aber messen? Das tut uns nicht weh. So, und jetzt, das Brett haben wir uns ja nur gedacht. Den Abstand, den haben wir so hingekriegt. Jetzt haben wir gesagt, okay, das hier sind 3,6 Meter. Also, diese Seite von hier bis hier an unserem Arbeitsdreieck sind 3,6 Meter. Jetzt haben wir eine Möglichkeit. Jetzt können wir die Höhe errechnen. Na dann mal los. Jetzt haben wir uns das überlegt und haben gesagt, naja, wenn man diese Strecke hier messen kann, also nochmal gezeigt hier, diese messen kann hier, diese, dann kann ich jetzt die Höhe ausrechnen, ganz genau. So, und dann haben wir aufgestellt die Formel 3,6 Meter in Klammern zum Quadrat, das ist nämlich die Hypotenuse, ist gleich 2 Meter in Klammern zum Quadrat plus h Quadrat. Ich empfehle das grundsätzlich so hinzuschreiben, lieber eine Zeile mehr schreiben, weil sonst kann man ganz schnell baden gehen. 3,6 mal 3,6. Das sind 12,96? Ja. 96 Quadratmeter und das sind 4 Quadratmeter, das kann ich sogar. Ist diese Gleichung vervollständigt. Jetzt natürlich minus 4 Quadratmeter, dann haben wir hier bloß noch 8,96 Quadratmeter ist gleich h Quadrat, aber daraus die Wurzel. Kann ich getrost sagen, das müsste 2,99 Meter sein, weil das nämlich ganz knapp an 9 Quadratmeter dran liegt. So ist gleich h. Na gut, dann war das die eine Sache. Jetzt, wie kann man beweisen, dass es vielleicht doch ein rechtwinkliges Dreieck ist, das hier. Wie kann ich das beweisen? Dass hier eventuell doch ein rechter Winkel liegt. Jetzt haben wir uns überlegt, ja, wie kann man beweisen, jetzt nehme ich mal das rechte hier, das rechte Dach, dass hier oben ein rechter Winkel ist. Jetzt kamen wir ja schon auf die Idee, hier drüben haben wir ja schon was ausgerechnet. Warum nicht das ganze Ding mal betrachten? Dann müsste ja etwas gelten.
Wie kann man beweisen, dass hier oben ein rechter Winkel ist? Das ist die große Frage. Also, nochmal ein bisschen hier. Wie kann man das beweisen? Wir haben den rechten Teil, den haben wir. Was müsste denn gelten, wenn ich einen rechten Winkel hier oben habe? Dann müsste hier gelten, wenn ich sage, hierzu sage ich P und hierzu sage ich Q, ja, dann müsste H² gleich Q mal P sein. Also, knappe 3 Meter müssten sich aus 2 Metern, und jetzt haben wir es schon. Merkt ihr was, kleiner Moment? Ja, das wäre die Umkehrung des Euklidschen Höhensatzes, indem man sagt, es muss ein rechter Winkel hier oben dann sein, wenn gilt H² ist Q mal P. Umgekehrt haben wir ja gesagt, in einem rechtwinkligen Dreieck gilt H² ist Q mal P. Also, und jetzt kann man Folgendes schon ermitteln. Wenn ich jetzt Q mir angucke, Q muss, wenn das 2 Meter sind, muss Q gleich 3 Meter sein. Ne, hier drüben insgesamt sind es 5 Meter. Die hellblaue Hypotenuse hier unten sind insgesamt 5 Meter. Hier hatten wir 2 Meter. Dann muss Q 3 Meter sein. Und wenn die Höhe hier 3 Meter knapp ist, dann müsste gelten, 3 mal 2 ist 6. Nee, 3 mal 2 ist 6, aber hier 3 mal 3 ist 9. Also ist es nicht. So kann man umgekehrt auch den Höhensatz anwenden. Na schön, prima. Jetzt habe ich natürlich vor lauter Freude ganz vergessen zu sagen, nein, es ist kein rechter Winkel. Es ist irgendein Winkel. Das können wir später mal ausrechnen. Aber in diesem Fall gilt das nicht. Ich schreibe es nochmal schnell dahin. Also, hier gilt Folgendes. Für dieses Dreieck gilt Folgendes. Weil ja Q mal P, also 3 Meter mal 2 Meter gleich 6 Quadratmeter ist. Und H zum Quadrat aber 8,96 Quadratmeter ist. Das war H Quadrat. Kann ich sagen, das und das, das ist nicht gleich. Demzufolge ist es kein rechter Winkel. Also keine 90 Grad, schreibe ich mal. Kein rechter Winkel. Gut, okay. Nächste Übung. Achtung. Unsere Tauben. Na gut, jetzt machen wir mal zur Übung uns noch einen kleinen Spaß und rechnen mal bitte, jetzt weiß ich vor lauter Farben gar nicht, wie wir es noch machen sollen, und rechnen mal bitte das andere grüne Dreieck aus. Also hier dieses, jetzt kann ich aber zum Glück dieses nehmen. Ja, wie lang, wenn ich die Höhe weiß und Q auch weiß, wie lang ist denn dann diese Abseite, kann man auch dazu sagen. Wir haben ja schließlich hier einen rechten Winkel, ne? Macht mal schnell eine Übung. Mit Hinweis auf späteres Programmieren, also wenn man Programme für einen Computer selber schreibt, für Tablets oder sonst was, für Handys, schon mal eine Gewöhnung. Man muss nicht immer C, A, B, Q, H oder sowas nehmen. Man kann auch mal reinschreiben, das ist die Hypotenuse, Hypo. Klein schreibt man es in diesem Fall, weil es ja eine Seite ist und keine Fläche oder kein Volumen. Und Hypo zum Quadrat ist H Quadrat plus Q Quadrat. Das kann man ruhig mal machen. Wir werden natürlich der Schreiberei wegen später immer kleinere Abkürzungen verwenden. Man sagt dazu später dann beim Programmieren auch Variablen. Und damit man weiß, was die Variablen beinhalten, sagt man, es ist die Hypotenuse. Gut, also, wir haben dann ausgerechnet, dann müssten das 4,24 Meter sein. Anderes Problem. Ich skizziere erstmal. Wir haben hier ein Modell, geht wunderbar. Und zwar, ich nehme mal diese Farbe hier und stelle dar, dass mitten durch diesen Würfel, den ich hier angedeutet habe, ich mache die mal hier dicker, eine Raumdiagonale läuft. Die läuft also von da hinten nach hier oben vorne. Jetzt noch was zum Überlegen. Hier unten drin habe ich, also in dem unteren Quadrat, habe ich eine Flächendiagonale. Von der gleichen Ecke wie da hinten bis hier vorne unten. Die rote heißt deswegen Flächendiagonale, weil sie genau in einer Fläche von Eck zu Eck geht. Und Raumdiagonale deswegen, weil sie durch den Raum verläuft. Diagonal. So, wie kommt man jetzt an die Rechnung ran?
Gucken wir uns mal dieses Dreieck, was hier unten liegt. Ich mache das mal hellgrün. Dieses Dreieck, was hier unten liegt, in der Fläche an. Das geht relativ leicht. Und dann hat man die Möglichkeit zu sagen, wenn ich die rote errechnet habe, kann ich auch die blaue errechnen. Das ist der Hintergrund. Das machen wir beim nächsten Mal dann ganz ausführlich. Aber jetzt gibt es noch eine Frage. Rot hat und die Höhe hat. Ganz genau. Wenn ich nämlich hier diese grüne Fläche mir betrachte, ist die rote eine typische Flächendiagonale. Wenn ich aber sage, über der roten, über der Flächendiagonale von hier unten, erhebt sich ein Dreieck, dann ist mitten im Raum eine neue Fläche entstanden. Und dieses hellblaue Dreieck, das sieht eigentlich dann, jetzt kommt wieder die Arbeitsfigur, sieht so aus, das ist die Raumdiagonale und das ist jetzt hier die vordere Körperkante, dass ich hier wieder einen rechten Winkel habe. Ich kann also immer mir rechte Winkel suchen und kann jedes Mal ganz, 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 ganz schnell mit Püti und allen Hilfsmitteln irgendwelche Dinge errechnen. Also, das wird in nächster Zeit unsere Aufgabe sein, überall rechte Winkel zu entdecken, Pythagoras und ähnliche Sätze anzuwenden. Das heißt, da können wir uns, naja, richtig schön schlau üben. Nebenbei möchte ich nochmal darauf hinweisen, guckt euch heute mal den Himmel an. Heute kann es passieren, dass der Sahara-Wind bis hier hochkommt. Ihr habt gestern Abend gemerkt, von 10, 12 Grad wurde es plötzlich 20 Grad warm. Der Wind dreht auf Süd. Moment. So, das heißt, der Trick wird in nächster Zeit immer sein, wir suchen uns rechte Winkel überall und dann können wir rechnen. Ich denke, für heute schließen wir das mal ab. Und was für Vögel haben wir hier?